Jo meine lieben Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgTV. Danke nochmal und Kuss geht raus an alle Supporter und an alle Freunde, die regelmäßig kommentieren, mich supporten, abonnieren, liken etc. Ihr seid eine krasse Community. Kuss geht raus. Wir werden gleich das Intro abspielen und dann zum eigentlichen Thema kommen. Das Video wird auch nicht allzu lange, aber es wird informativ, es wird Krach geben und wir werden das sagen, was in unserem Herzen ist. In diesem Sinne, ab geht's. Die meisten Sherlock Holmes unter euch, Schlawiner, haben den Titel dieses Videos schon gesehen und ahnen schon, was es für ein Video sein wird. Und nein, Freunde, es wird kein lustiges Video und auch kein Video mit sehr viel Thematik, sondern ein Video aus meinem Herzen. Ihr seid diese Videos schon mittlerweile gewohnt. Diese Videos kommen auch relativ gut an und deshalb habe ich mir gedacht, perfekt, wenigstens bringen diese Videos was, erreichen auch sehr viele Menschen und das ist das Allerwichtigste. In diesem Video, meine lieben Freunde, kann ich leider das Video nicht komplett abspielen, da ich ganz genau weiß, YouTube wird mir einen Schlussstrich ziehen und das Video wäre gesperrt. Es geht darum, dass eine Mutter live war. Auf Instagram. Ganz normal live. Mir ist auch egal, wie lange dieser Livestream her ist. Mir ist es vollkommen egal. Bevor die ersten schreiben, ja, ich schon ein Jahr her, ich schon 2 Jahre her. Ist mir egal. Es geht darum, dass diese Mutter ihr Kind an ihrem Schoß hatte. Sie hatte das Kind sozusagen an ihrem Schoß, hat die Livecam angemacht vom Handy und hat live gestreamt. Dabei hat sie geraucht und alles gut und schön. Da könnte man spekulieren und sagen, muss die Mutter rauchen, obwohl das Kind in der Nähe ist. Über das kann man diskutieren und streiten. Aber die Mutter macht noch einen Step drüber. Sie lässt es nicht nur so, nein, sie packt noch was drüber. Und nicht nur eine Stufe, sondern 10.000. Was macht sie? Sie nimmt die Zigarette und macht auf Anweisungen von diesen ganzen Leuten, die am Livestream dabei sind, einen fatalen Fehler. Und keine Ahnung, das ist kein Fehler, Mann. Das ist krank. Das ist krank. Sie lässt ihr kleines Kind oder Baby, ich glaube, das Kind war maximal 1-2 Jahre. 3 Jahre maximum. Maximum. Hat sie rauchen lassen. Sie hat die Zigarette genommen und es dem Kind gegeben. Das Kind natürlich, ich will nicht, das schmeckt keine Ahnung was. Und natürlich nicht nur einmal, sondern 2, 3 und 4 Mal. Die Zuschauer wurden mehr Likes, mehr Abonnenten. Aber was ist mit dem Kind? Kack drauf. Das, was ich traurig finde, ist, Eltern, beziehungsweise eine Mutter und ein Vater, sind ein Vorbild. Das ist Nummer 1. Nummer 2, sie haben Verantwortung. Verantwortung über ihrem Kind. Und was sie gerade macht, hat nichts mit Verantwortung zu tun. Wenn man nicht diese Verantwortung übernehmen kann, dann sollte man nicht mal ein Kind machen. Das ist meine Meinung. Man kann nicht etwas auf die Welt bringen, wo man nicht mal die Möglichkeit hat, nachzudenken und sich zu denken, ich werde dafür sorgen, dass dieses Kind gesund wächst. Und nicht, ich lasse es mit 2, 3 Jahren schon rauchen. Das ist krank, Mann. Das ist krank. Ihr habt vielleicht ein paar kurze Ausschnitte hier gesehen. Wer das ganze Video sehen möchte, kann mir auf Instagram hier folgen. Kann auch das ganze Video da dann sehen. Würde mich extrem freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet und mich weiterhin supporten würdet. In diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und unterstützt mich weiterhin. Das war es eigentlich von mir. Ich wollte unbedingt dieses Video mit euch teilen. Mein Moral und meine Message unter diesem Video ist einfach nur die, wenn ein Mensch Verantwortung übernehmen sollte und er weiß, er kann es nicht, dann soll er ehrlich sein und sagen, ey du, ich kann's nicht. Aber zu sagen und sich zu denken, ja, ich kann Verantwortung übernehmen, ich will ein Kind, das Kind dann bekommt und dann so verrückte Sachen macht und sich dabei denkt, er ist Fame oder er ist cool oder er wird akzeptiert von der Gesellschaft, dann ist der Typ krank oder diese Frau krank. Und das ist für mich keine Mutter. In keinerlei Sicht. Kommt mal klar in eurem Leben, Mann. Das kann nicht wahr sein, dass heutzutage diese ganze Internetgesellschaft so verrückt geworden ist. Und alle diese Leute schreiben drunter, ja, was ist das Problem? Ja, ist nur kurzer Zug. Leute, kommt mal klar in eurem Leben. Seid ihr krank? Das war's. Peace out.